weit weg von uns. Besondere Herausforderung war ja im Jahr 2016. Ja, der unglaublich viele Menschen, die er schickt, zum Arbeiten und zum Bekannten. Schrieb, was ist denn da am Polen bekommen? Das ist Jan Czech Molling. Und dann kommen die technischen Kommissare unter der Leitung von Albert Viertaler. Der kommt aus dem Wir werden dann in Kürze auch hören, was er denn so über die technische Abnahme zu erzählen weiß. Die Zeitnahme, die gehört einmal, dann ist der Robert Krasek aus den Reihen des MSC Rottenex. Das Fahrerlager, das gehört drüber über die Information, die ich euch gebe. Und somit sind die Fahrerinnen und Fahrer jederzeit. Nationalen Motorrad, Bergeuropameisterschaften auf 2016, Landtag, St. Martin, herzlich willkommen. So, wir haben ja eine Situation, wo es darum geht, sind die Motorräder sicherheitstechnisch so weit, dass sie hier. Da gibt es ja viele entlang dieser Strecke hinauf, sensationelle Streckenabschnitte, die wir haben, und natürlich, Sie können alle sehen von den, also da geht es richtig, richtig zur Sache. Rahmenprogramm natürlich auch, wir haben zwei vierrädrige Fahrzeuge, wir haben, wenn Sie dann zu uns kommen. Also in Kürze geht es dann wirklich, gehen jetzt schon an dieser Stelle ein großes Dankeschön an die Disziplin, die in den vergangenen Jahren gehört. Ich bin
Dann sagt er, ja, du kommst gleich mit deinem Zeug, aber wenn du nicht da sein. Sondern die haben die Möglichkeit, das ganze Feld dreimal richtig zu sehen. Und wir haben einige Stimmen. Licht, das wird das Regenwetter nicht bekommen, sondern dass wir strahlend Sonnenschein haben. Wir haben.